Die AfD hat mein Gesicht geklaut. Ich hol's mir zurück. Diese Werbung hat die AfD Bayern ohne meine Erlaubnis gemacht. Darüber rede ich jetzt mit dem Medienrechtsanwalt Dr. Diesbach. Der kennt sich aus mit Bilderverletzungen von A-Prominenz. Und A-Prominenz, das ist meine Liga, oder? Nächste Frage. Die AfD, darf die das überhaupt? Nein, das darf die AfD nicht. Die AfD benutzt hier ihr Bild und sie können entscheiden alleine, was mit ihrem Bild passiert, insbesondere wenn es um Werbung geht, wie hier. Und in diesem konkreten Fall halte ich das für unzulässig. Okay, na dann ein Glück, dass ausgerechnet heute der AfD-Parteitag in Bayern ist. Da gehe ich doch mal hin und sag das denen. Also ich habe einfach ein Problem. Seit es diese Plakataktion gibt, es gibt Anfeindungen auf der Straße, Leute beschimpfen mich, Hunde pinkeln mich an. Das kennen wir nicht anders. Also das kennen Sie nicht anders? Ja, jetzt wissen Sie, dann weiß ich mal, wie Sie sich fühlen tatsächlich. Ja. Wir müssen irgendwie weiterkommen, was meine Bilderrechte angeht. Es kann ja nicht sein, dass ich Ihnen als Rechte erklären muss. Also, das geht doch nicht. Ich hätte sonst auch noch Gegenvorschläge für eine Plakataktion, wo ich sage, ist in Ordnung. Mhm, mh. AfD Sachs oder für AfD-Wähler, die AfD saugt. Wir haben es auf Deutsch schon mal runtergeschrieben. Also Daumen runter ist nicht gut. Wenn Sie es positiver haben wollen, wir können das Plakat auch runternehmen, mache ich die Daumen hoch. Ja, und ja. Dann stimmen aber die Mundwinkel nicht mehr. Ne? Ja, das stimmt. Herr Dr. Diesbach, mein Recht wurde verletzt, ich will Geld. Was kann ich da maximal rausschlagen? Also jetzt mal spontane Reaktionen, 2, 3, maximal 5.000, aber das ist schwer. Okay, ich habe 5.000 gehört. Sagen wir 5.000 paar Zerquetschte, das klingt professioneller, ich berufe mich da auf Sie. Ah, Sie machen auch Fotos von mir. Ich gebe Ihnen die Rechnung mal, wir haben mal gesagt, so summa summarum 5.236 Euro. Wir können das auch schwarz machen, also ohne Mehrwertsteuer. Ja. Ich habe das nicht gern, wenn da irgendjemand da was reingesteckt wird. Ja, ich habe es auch nicht gern, wenn mir irgendjemand wo was reinsteckt. Gibt es nicht eine Möglichkeit, dass Sie mir irgendwie entgegenkommen? Weil ich muss ja jetzt irgendwie auf die 5.364 Euro kommen, die mir zustehen. Nicht, da können wir Ihnen nicht helfen. Da können Sie mir nicht helfen. Zum Beispiel, indem Sie mir Ihren Hut geben. Der ist ja sehr schön, da kriege ich bestimmt was rausgeschlagen. Oh, Sie haben 5 Euro. Ja, oh. Das ist schon mal anfangen, oder? Das ist schon mal nicht schlecht. Also Sie würden mir kein Geld geben. Leider mal. Gut, dann müsste ich dieses Auto pfänden. Ist ja kein Problem. Anders geht's nicht. Und wer sind Sie denn, dass Ihr Konterfei da drauf gekommen ist? Wie, wer bin ich denn? Sie kennen mich doch, oder nicht? Nee, woher denn? Ja, aus dem ZDF. Ja, das kann wohl sein, ich kenne doch nicht jeden, der im ZDF auftritt. Naja, Sie müssen ja nicht jeden kennen, aber mich kennt man noch. Nö, ich kenne Sie nicht, beim besten Willen nicht. Sind Sie Wirtschaftsjournalist oder sowas? Ja, im weitesten Sinne auch. Was heißt im weitesten? Was machen Sie denn da? Journalismus. Ja, aber Wirtschaft oder was? Ja, was denn jetzt? Ja, Politik. Dann gehen Sie doch überall rum, ich bin sicher, jeder... Ich habe 5 Euro schon bekommen. Also wenn jeder mal was mir was gibt... Wissen Sie was, dann kriegst du von mir auch 2 Euro. Ja, also, dann geht, so geht's doch. Ja, so das ist doch geht's, mal ein Anfang. Ja, alles klar. Dankeschön. Wie viel brauchen wir jetzt noch? 5.300... Minus 10 Cent. 10 Cent. Naja. So, und jetzt gehen wir mal rein zum Parteitag, mal mit einem Verantwortlichen sprechen. Ich kann Ihnen versichern, ich bin Deutscher, auch wenn mein Name Van Dorst erstmal ausländisch klingt. Lassen Sie mich rein? Nein. Nein. Kann ich denn nicht rein jetzt? Nein, nein, nein. Nein. Dann gehen wir jetzt wieder. Ja. Die AfD ist für echte Freiheit. Echte Pressefreiheit gehört offensichtlich nicht dazu. Aber immerhin 7,10 Euro habe ich hier verdient. Aber so Kleckerbeträge habe ich dank der Zwangsgebühr natürlich nicht nötig. Zurück nach Köln. Umweltverschmutzer!